Wir machen jetzt einen Beast Run noch eben zum Abschluss des heutigen Tages. Dass ich überhaupt noch einen Run mache, ist bin am Ende mit den Nerven. Bin am Ende mit den Nerven. Hallo, David, kommt, grüß dich. Das hat jetzt echt wehgetan. Ich meine, klar, ohne den Revive hätte ich es gar nicht erst geschafft, aber... Es hätte auch einfach nur ein normales One-Up sein können und nicht der normale Lazarus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt echt hart, ey. Kann man nicht sagen. Göttlich Zahnstocher. Lief's gut, Dimmelgott? Erzähl uns was Positives. Ich hatte mich schon in dem Moment gewundert, wo der Kill kam und ich kein Achievement bekommen habe. Da habe ich schon gemerkt, okay, und Bienen. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist hier faul. Neutrales Gefühl. Das ist schon mal besser als ein schlechtes, oder? Und hallo Leo. Wait, wenn ich das jetzt drücke. Geil. Dann behalte ich mein Proptosis Zahnstocher-Gedöns. Das würde ich gerne so lange halten wie irgendwie möglich. Sag mal, Junge, wann kriegst du eigentlich Prüfungsergebnisse? Ich habe da Auge drauf. Spinne, mach mal keinen Scheiß. Vielen Dank. Ja, komm, gönnen wir uns. Für nichts und wieder nichts. Wie immer also. Ist so klar. LOL! Wait. Wait. Roll ich immer in dasselbe? Ein Double Ultra. Wenn ich immer dasselbe role, würde ja bedeuten, dass ich quasi unendlich Versuche habe für einen Run, weil ich mich immer zurückporten kann. Es sei denn, ich werde natürlich zweimal ganz schnell hintereinander getroffen. Das bedeutet im Umkehrschluss, alles was ich ab jetzt finde, ist ein normales Line-Up. Weil ich technisch gesehen nach einem Hit wieder wechseln kann. Hä, das ist ja super crazy.
Das ist doch super krass, oder? Bin gerade mega, mega verwirrt. Hätte nie gedacht, dass es sowas geben kann. Das auch mit Items funktioniert. Gefällt dir was nicht? Einfach Raum nochmal. Nee, nee. Das, die Items sind ja vorher festgelegt. Die Items werden ja nicht jedes Mal was anderes, wenn du neu in einen Raum reingehst. Deswegen gibt es ja Seeds, weil es ist ja fest. Eine feste Sache, was das angeht. Die rotieren nicht wild durch. Das wäre sonst ja super krass, sonst könntest du ja. Das wäre ja. Ja, das wäre OP, dann kannst du machen, was du willst. Aber was du tun kannst, ist, wenn jetzt kein Holy Room geprockt wäre, hätte ich mich treffen lassen können, dann rausporten und dann neu machen. Also wenn jetzt zum Beispiel kein Holy Room ist, renne ich jetzt quasi in den Scheißhaufen oder lass mich von der Bombe treffen. Und dann porte ich mich raus, um dann die Chance nochmal neu auf den Angel Deal zu triggern. Das wäre wiederum möglich. Oh mein Gott, Leute, wir haben einen Ladder Run. Wir haben einen Ladder Run und wir können zurückgehen, wenn wir gehittet werden. Komm, hör auf. Hör auf. Jetzt muss ich Coins holen. Leute, ich muss Coins holen. Let's go. Wir kriegen zum Abschluss hier nochmal einen Ladder Run. Als Wiedergutmachung für die Scheiße, die mir da gerade bei Dingsbob passiert ist. Ja. Normalerweise mache ich den Kampfraum nicht, aber im Ladderfall muss ich das mal machen. Und die Belohnung ist auch direkt da. Mit den Coins. Ja, nicht ganz so viel wie gewünscht, aber es läuft. Coins. Ja, 15, das reicht mir eigentlich schon. Eigentlich reicht mir das schon. Aber für den Fall, da geht noch mehr, oder? Ich darf nur keinen Double Hit kassieren. Ach so, oh Scheiße, das war die Kacke hier mit den beiden. Nein! Nein! Oh mein Gott, das war nur pures Glück! Zum Fick! Okay, Leute, dann war das nur pures Glück. Dass das zweimal denselben gerollt hat. Oder dreimal. Ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Oh nein! Wait, aber wir haben die Leiter trotzdem! Leiter ist trotzdem da! Keep calm! And ladder up. Keep calm. And climb the freaking ladder. There we go. Naja, eigentlich ist ja egal. Wir brauchen einfach nur ganz viele Angel-Items jetzt. Was mich ärgert, ist, dass das tatsächlich noch ein reduziertes ist. Das heißt, ich hätte mehrere haben können, aber... Naja, warte mal. Naja. Okay, das war nicht so das Wahre. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. So. Sensor. Super. Wahrscheinlich, weil ich das Base-Item gewechselt habe. Du hast recht, ja. Du hast recht. Ich habe das Base-Item gewechselt und dadurch hat sich das verändert. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Das ist Item-ID abhängig. Du rollst immer in dasselbe. Das Item, das nach oder vor Schnuller kommt, in welcher Reihenfolge das ist, ist immer so.
Es ist also nicht Zufall, dass du manchmal in dasselbe Item rollst, sondern das hängt damit zusammen, ob das Item vor oder danach... quasi in der ID-Liste steht. Hundertprozentig ist das so. Gebe ich euch mein Wort drauf. Ich hab Edmund durchschaut. Und ja, der Gott, natürlich habe ich das gelesen. Das tut mir auch sehr leid für euch. Was soll ich sonst dazu sagen? Keine Ahnung, warum es solche Menschen gibt. Naja, siehst du, jetzt sind wir wieder ein Stückchen schlauer. Das heißt, wenn ich die Leather besitze und gehittet werde, kommt immer Sensor. Immer. Irgendwie interessant. Ja, es macht aber schon Sinn, weil wir... Ich glaube, das ist einfach zum Programmieren deutlich einfacher, als wenn du das einfach hier auf eine Hose machst. Und wahrscheinlich, also alleine wegen der Pools. Ich glaube, das ergibt schon tatsächlich Sinn. Und es hat bestimmt noch irgendeinen anderen Grund, dass irgendwas vielleicht nicht so exploiten dann ist oder keine Ahnung. Würde irgendein Skript kaputt gehen, keine Ahnung. Ich denke, das macht schon alles Sinn. Star auf Bethlehem, let's go. Also, nach Sensor kommt immer Star auf Bethlehem. Das heißt, ich könnte jetzt so oft getroffen werden, dass ich bis ich irgendwann wieder bei der Leiter bin. Relic. Okay. Und damit bin ich tot, aus mir nicht ganz so erklärlichen Gründen. Jetzt bin ich wieder der normale Lazarus. Du kannst mich mal spielen! Mir dauernd einen Lazarus zu geben. So eine Scheiße. Okay. Ein verdammter Versuch noch. Gut, das Item würde ich sowieso nicht haben wollen. Dementsprechend das in... Wobei ist natürlich mit ihm eigentlich blöd, ne? Das ist ein Item, das ich dann weniger im Pool habe. Aber es ist ganz angenehmer, mit 3 Hetz-Containern zu starten. Das sollte einiges einfacher machen. Normalerweise. Hart, ja. Sicher, warum nicht?
Ui, okay, das ist gut. Tja, ist auf keine Bomben, aber. Geh einfach weiter. Das ist eine gute Frage, ob die Void Rerolls dann permanent sind. Das ist eine verdammt gute Frage. Die ich dir natürlich nicht beantworten kann. Wir werden es auch nie wirklich rausfinden, weil die Stats sich immer so krass verändern. Also jetzt... Fruity Plum, hä? Huh? Naja, jetzt würden wir es sogar noch erkennen, weil es so wenig Items sind, aber... Später wäre es nicht mehr möglich. Müssen wir einfach mal drauf achten. Moin, Graf Groß. Yeah, yeah, Fruity Plum. Ich werde euch leider enttäuschen. Fruity Plum wird früher oder später wieder verschwinden. Fruity Plum gegen Baby Plum. Ich habe alles gesehen. Ich habe hiermit alles gesehen. Das Duell der Plums. Go, Fruity. Go, Fruity. Komm, Fruity, kill ihn. Yes! Ich hab's geschafft! Fruity Plum hat Baby Plum getötet. Feierbar. Actually feierbar. So, Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, zu was Fruity Plum in der Lage ist. Holy God. Hallo, Rain, grüß dich. Jo, Ole, was geht? Also wir machen jetzt Fruity Plum Delirium Kill, habe ich gehört. Dann gehe ich AFK und das Stream endet um Mitternacht. Easy. Alter, das ist doch keine Pumpe. Was soll das? Hast du deinen Eltern gefahren, weil du zu Hause das WLAN abspackt? Das klingt ja scheiße. Best Friends Forever. Nee, du. Beide Items einsaugen nur... Achso, hat Tears Up und Ding gegeben. Ja, okay. Ja, ist wohl akzeptiert. Geil, hätte mit der Wheel so Fortune-Karte hätte ich einfach nochmal. Hätte ich sieben, ne, sechs Stück gehabt. Go, Baby Plum. Fruity Plum. Let's go. Das 500 solltest du kriegen und 36 kommen an. Aua. Oh. Das kommt davon, wenn man in den Chat guckt.
das kommt davon, wenn man guckt. Scheiße. Aber die Chilischote. Das ist äquivalent zu Ghost Pepper. Und schon 2 Luck. Da kann man schon fast arbeiten. Gehört heute aus All Along? Ja, ganz im Gegenteil, Sephora. Leider nicht. Ganz im Gegenteil. Ausgerechnet heute. Zum 10 Schluss. Weil ich zum einen noch einen Termin habe. Und zum anderen heute um 9 aufgestanden bin. Das heißt, für mich ist heute auch sehr früh Schicht im Schacht. Sorry, Sesma, es tut mir sehr leid. Du weißt, ich bin gerne für deine Nachtschicht da, aber heute geht es absolut gar nicht. Keine Chance. Und da ist er in die Luft geflogen. RIP. Hi, Rockstar Christi. Der Schmarrn haben wir hier, den Schmarrn. Eieiei, 2,56 Damage. Also, für das, dass ich von was in Damage ab eingesaugt habe, bezweifle ich ein bisschen, dass mein Stat-Up durch die Void bleibt. Wirkt nämlich schon sehr wenig, oder? Und ich hatte Shot-Speed-Up. Und jetzt habe ich 1,06. Nee. Ich glaube, die Void-Stats sind nicht permanent, wenn ich ehrlich bin. Es wirkt falsch. Ich glaube, der Run ist auch schon wieder gegessen. Ich glaube, nach dem Delirium-Ding bin ich für heute auch einfach gebrochen. Ich glaube, das Ding ist heute einfach durch. Das mit Delirium, ey. Da muss ich echt erstmal verdauen. Jetzt heute bin ich deswegen nicht. Das tut halt nur weh. Wegen der verlorenen Zeit, ne? Brauchen wir noch nicht. Da so. Credit Card. Die Bombe will ich. Bin bei Dark Souls gelegentlich salty. Ja, da wäre ich glaube ich auch mehr salty als bei Isaac zumindest. So, ich würde das Item nämlich echt gerne haben. Das ist nämlich Eye of Greed. Und nicht, dass das toll oder relevant, aber es bedeutet, dass alle Hits jetzt mich Sachen in einen Secret Room Pool Item rollen. Sehr komplizierte deutsche Sprache. Und das kann nicht verkehrt sein. Normalerweise. Ja, Eye of Greed, wenn du so eine Träne schießt und das dann stirbt, dann gibt's Geld.
Ja, das ist kein Angel-Dienstzeichen. What the fuck? What? Okay, what have I done? Ich hab den Boss geteilt? In zwei kleine? Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ich hab das gerade zum Scherz gemacht. Ich wusste nicht, dass das bei Bossen geht. What the fuck? Okay. Es gibt definitiv noch viel Neues zu entdecken. Oh ja. Rainbow Cake. Okay. Jetzt. Weiß, da lag eine Bombe, aber. Lass mich raten. Oh mein Gott, ich hab das Trinket-Moment. Oh, kein Hit. Diesmal tatsächlich kein Hit. Bin ja eigentlich Fan von Rainbow Cake, aber... Die Frage ist, wie lange halten wir ihn? Die Antwort ist gar nicht mehr. Fontaine Planet. Ja, ich glaube, es ist over. Bin einfach gebrochen. Ja, und viel zu langsam. Ich glaube, ich muss für heute eingestehen, dass es das war. Ich glaube, auf mich wartet nur noch ein Filet-Bite-Salat und ein paar salzige Tränen für den nicht geltenden Delirium-Kill. Auf Blappa, wie war das, was eskaliert, gell? Ich sehe keinen anderen Abschluss mehr. Das ist jetzt hier gleich vorbei. Nee. Machen wir, wenn dann unten. So, bleib, Papi, zeig, was du kannst. Okay, mit Holy Mantle. Unbedingt Line-Up, wo ich da drauf schreie. Alter, wie riesig ist er denn? Ja, okay. Zeit, dass er verschwindet. Fuck. Gute Nacht, Hope. Was zum mit Ragman? Ich weiß da auch nicht.
Mehr Experimental Pills. Nichts mehr zu verlieren. Okay, das Trinket geht aber gar nicht. Off. Ist das die neue von heute, die Keeper Box? Die ist neu. Und RIP. Off, ist das ein Chaos. Ah, Rock Bottom ist geil. Da, ja, auch mit Freude festgestellt. Huh? What happened? Warum war meine Kiste gerade auf dem Pedestrian? The fuck? Okay, Leute. Können wir diesen Run beenden? Ich glaube, es wird nichts mehr. Sprinkler! Yay! Ich glaube, der Run ist nicht mehr zu retten. Ah, schön. Na Leute, Sprinkler-Action, los geht's. Natürlich genau gegen die beiden. Wo man das nicht machen darf eigentlich. Weil sie sonst ihr Köpfchen nicht mehr heben. Und die 100. Die 100 kann wenigstens in Alas rollen. Nicht nur in. Stimmt eigentlich, die 100 rollt ja auch in Alas. Ach, was heißt denn ich? Wafer, ich habe ein halbes Herz. Welche Ironie. The Irony. Das war Bob. Das war der Gupf vom Bob. Wie legit keine Herzen droppen. Die Frage ist, wie verhält sich das Spiel mit D100? Wenn ich jetzt ein Angel Items rolle, rollt danach das wieder ein Angel Items? Also, obwohl ich es nie besessen habe? Ich werde das jetzt rausfinden. Müssen. Ich werde das rausfinden müssen. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier gehittet werde?
Oh. Okay. Hallo Bienchen. Interesting. Ich muss den Boss ja No-Hit machen, weil ich ansonsten die Full-Karte verliere, wa? Oder ist die 100 mittlerweile auch so gemacht, dass du nicht mehr, dass du immer poolbedingt rollst? Naja, Damage mache ich ja schon mal keinen. Okay, ich habe eine sehr schnell aufladende Lunge. Immer Bienchen. Die hoffentlich auch. Sehr schnell aufladende Monstrus. Wait, what? Wieso habe ich denn jetzt das Knife? Das an diesem Antennen-Item? Ich bin sehr verwirrt. Hä? What the fuck? Alter, der Damage gerade schon wieder. Oh mein Gott, ich mach sie actually no hit. Viel beschäftigt heute, die Woche, Bienchen. Ja, das macht ja nichts. Schön, dass du es noch vorbei geschafft hast. Hey, ich bin mega verwirrt von dem ganzen Zeug hier. Okay, jetzt sind wir Tech X. Viel Damage. Zwei Cursed Rooms hier? Interesting. Boah, Tech X ohne Damage. Moin, ey. Der Scheiß schon wieder. Oh, bloß weil ich vorhin so einen Run geschafft habe. Ist nicht, dass ich das jetzt wieder will. The fuck sind das riesige? Oh, Wizard Shot, muss das sein? Ohne nur Kopfschmerzen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kann ich bitte Einbekick wieder löschen? Der Laser selbst ist ja schon ganz geil. Auf Einbekick Wizard Splitshot. Was? Vor allem der Weg ist falsch?
Okay. Gut, dass wir das rerollen, wenn ich mich selber hätte. Alter, der Damage vom Laser ist insane mit Alpercake. Wenn ich das mal so sagen darf. Also, der Run nimmt echt seltsame Züge auf. Der Mensch ist krank. Ich bin mega verwirrt. Also Beast könnte sowas, ihr könnt... technisch gesehen. Okay, jetzt ist wieder vorbei. Der Laser buggt. Red Eye. Schon, was sagt, dass ich verwirrt bin? Okay, das ist eine weirde Kombo, die ich hier habe. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder gone. Also mit absurd viel Glück kann das was werden. Und Jumper Cables has appeared twice. Habe ich doch alles schon freigespielt. Was zum Fick? Oh mein Gott, ich habe nicht gerade wirklich Hyperkick mit My Reflection, oder? Scheiße, Mann, dann. Um Gottes Willen. Oh. Das hätte ich vielleicht noch nicht aufheben sollen. Das hätte ich noch nicht aufheben sollen. Das wäre nämlich ein dauerhaftes HP-Up wenigstens gewesen. Komm schon. Oh. No way, dass ich gerade nicht Okay, lass mal das. Scheiße. Ja, bin ich selber schuld. Naja, wenigstens bin ich jetzt die My Reflection-Geschichte los. Ich bin noch falsch. Guck mal, jetzt habe ich das One-Up. Jetzt habe ich das normale One-Up. Das Lazarus-Zeug. Das hätte ich vorhin gebraucht. Da wäre es gewesen. Hätte nur eins runter müssen.
guck mal, jetzt können wir mal so richtig uns anschauen, wie viel Leben die eigentlich haben. Auf Uncursed Eye. Mit einer 6er Tierrate, Alter, ich kann das Dauerspam. The fuck? Okay, und spammen. Und ein D4. Guillotine? Willst du mich verarschen? Okay, D4. So haben wir aber nicht gewettet. Wir haben nicht gewettet, dass ich jetzt Guillotine kriege. Vor allem, ich sehe meinen Körper nicht, der ist halt unsichtbar. Was soll das? Aber ich kann fliegen? Okay, mehr verwirrt kann ich fast nicht sein. Bro, was ist das? Wo ist mein Körper? Ach so! Ich hab den Strick. Wait. Wenn ich nur noch im Kopf bin. Wird mit der Guillotine nicht eigentlich nur der Körper verletzt? Und warum kommen hier 3 Nickel? What the hell? Boah, ist das verwirrend. Also, der Kopf geht nicht durch die Tür. Das ist, als hätte ich einen Körper, aber ich sehe ihn nicht. Ist das schrecklich? Okay, diese Eden Runs sind alle schrecklich. Okay, jetzt ist aber endgültig Schluss. Wieso bin ich denn jetzt gehittet worden? What? Ich dachte, ich fliege. Okay, Leute, das Spiel und der Charakter sind einfach nur kaputt. Sorry, aber ich bin ja wohl eindeutig... Hatte ich die Schlinge, das heißt, ich habe keinen Körper mehr. Und jetzt habe ich die schlimmsten Stats of all time, ey. Holy crap. Gerade mit Libra waren die Stats richtig geil. Oh mein Gott. Ich mache kein Damage. Mach gegen Babyplan so viel Damage, als wäre es Basement 2. Gefühlt. Da kommt Freude auf. Ich werde es bis Dogma schaffen, aber was danach passiert, keine Ahnung. Kleines ist so. Ja, okay. Kein Verlust, der Scheiß. Kein Verlust. Uff, ich hab schon wieder Alpecake.
Mit 26 Damage und ganz fürchterlich kleinen Tränen? Warum? So confused. Das funktioniert mit nach aufsuchen? Naja, habe ich das nicht recht deutlich niedergeschrieben? Naja, du guckst und wenn dir eine Szene gefallen hat, schreibst du auch an die Wand. Das war eigentlich auch schon alles. Was zum Teufel habe ich denn von der Matroschka-Figur da hinten? Was ist denn das für ein Begleiter? Okay. The fuck? I'm done with this, Char. I'm done with this. Oh. Und jetzt habe ich einen Bowser? Was zum... Was ist das? Fuck, Bowser? Hey. Was es nicht alles gibt, oder? Mini-Bowser. Also das ist definitiv neu. Wage schwer zu bezweifeln, dass ich mit 2,76 Damage auch mal machen. ...1,78 Damage, das wird immer mehr. Freiwillig treffen lassen. Oh, ich habe Regeneration. Eigentlich eine Frechheit, dass ich den Run so weit spiele. Komm, Ice Baby, tu was. Du, ich mach kein Damage, also mache ich jetzt Bomben-Damage. Da habe ich zumindest das Gefühl, ich mach... Alter, meine Augen! Holy shit. Was war das denn? Immer noch 1,89 Damage. Oh, Spiel, du verarsch mich doch. Alter, hier machst du was mit, ne? Schmeißt du schon mit kleinen Rasierklingen?
Im Endeffekt bringt das gar nichts. Das wird schön 2,0 Damage zu, Speed hier zu haben. Mein Item füllt sich langsam auf. Durch die Batterie. Das heißt, in irgendeinem Universum nehme ich jetzt hier kein Damage, nehme das Ding mit bis zu den Reitern und kann dann zumindest direkt vermeiden, komplett auslöschen. Das ist schrecklich mit dem Damage. Dann habe ich schon doppelte Training. Ich will eigentlich noch weniger Damage machen. Das ist absurd. Sonst wird das nichts mehr. Ja, zu greedy. Ich wollte das mit der Bombe machen, aber ich nicht aufs Ausweichen konzentriert. Ja, bei dem Damage habe ich auf die Reiter echt keine Lust. Oh, schon wieder so langsame Tränen, Mann. Oh mein Gott. Und der Magnet-Scheiß, yo, und unpredictable. Kann ich nicht irgendwie noch ein Line-Up kriegen, das total krass ist? Oh, das ist ja krass. Triple Cursed Eye Shot, seht ihr das richtig? Ich will mit dem Run nichts mehr zu tun haben. Was hat mich denn da gerade gehittet? Bin ich in die Lava rein? Nicht mehr zu retten, Leute. Ich habe keine Ahnung. Was hat mir Damage gemacht? Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt bin ich auch nicht in die Lava rein. Das bin nicht ich. Was macht mir Damage? I don't get it. Oh,
Boah, bin ich froh, dass das vorbei ist. Das war eine Katastrophe am Ende. Was für eine Scheiße. Oh. Nee, Leute. Ich hatte die Glasshard. Fuck, das kann sein. Ich habe natürlich keine Zeit, mir die Items anzugucken mitten im Kampf. Schrecklich.